Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp und Udo Seelhofer. Vor bald 10 Jahren, im April 2010, hat die Bank Austria ein Disability Management gestartet. Seither ist einiges passiert, sowohl für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, als auch Kunden und Kundinnen. Die Filialen sind barrierefrei. Es gibt auch taktile Leitsysteme und mobile Induktionsgeräte für Menschen mit Höreinschränkungen. Und die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch in Gebärdensprache zu führen. Auch auf der Website hat sich einiges getan. Hier gibt es eine Vorlesefunktion und Informationen in leichter Sprache. Disability Management hat aber auch die Aufgabe, die Kollegenschaft auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit Behinderung zu sensibilisieren. Mit aufgebaut hat das Disability Management der Bank Austria Erwin Schauer, der schon mehrmals bei uns zu Gast war. Erwin Schauer ist nun in der wohlverdienten Pension. Wir möchten Ihnen heute gerne seinen Nachfolger vorstellen, Christian Schinko, und mit ihm über die Entwicklung des Disability Managements sprechen. Herr Schinko, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie Disability Manager geworden sind vor knapp 1,5 Jahren? Also ursprünglich komme ich aus der Kommunikation. Ich war Marketingleiter in einer Tochtergesellschaft der Bank Austria. Wurde dann gefragt, nachdem Erwin Schauer eben in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, ob ich das Thema übernehmen kann. Habe ich sehr gern gemacht, weil ich auch selbst betroffen bin. Ich bin begünstigt behindert mit einer chronischen Erkrankung, habe also eine Affinität zu dem Thema und fand es sehr spannend, was die Bank Austria als Pionier auf dem Gebiet der Inklusion und Barrierefreiheit über die letzten 10 Jahre erreicht hat. Das war für mich sehr, sehr spannend und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Thema übernehmen durfte, auch von Norbert Knopp, der da sehr maßgeblich mit Erwin Schauer an diesem Thema gearbeitet hat und sehr viel erreicht hat. Mit welchen Anliegen kommen denn so die Menschen zu Ihnen? Wie kann man sich so ein bisschen den Alltag eines Disability Managers vorstellen? Erwin Schauer hat das Ganze vor 10 Jahren aus dem HR heraus entwickelt, aus dem Personalwesen, wo es wirklich darum gegangen ist oder die Entscheidung getroffen wurde, dass man sich um Menschen mit Behinderung als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter speziell kümmert und da verstärkt einfach einen Einsatz zeigt. Das Ganze wurde dann weiterentwickelt in Richtung Kundinnen und Kunden. Das heißt, wir decken beide Bereiche ab. Und da ist es natürlich auf der einen Seite so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung im Alltag mit Themen kommen, wie kann ich am besten leisten, wie kann ich meine Aufgabe erledigen, welche Unterstützung brauche ich. Also da kommen Sie auf der einen Seite auf uns zu, wir kommen also auf Sie zu, wo wir eben unsere Dienstleistungen auch anbieten oder Unterstützungen und Förderungen, wie man eben einen Arbeitsplatz bestmöglich gestalten kann. Wir sehen diese Arbeit, diese Pionierarbeit auch im Personalwesen sehr stark als Voraussetzung, um eben auch für die Kundinnen und Kunden eine Inklusion zu garantieren und Barrierefreiheit herzustellen. Jetzt ist es so, dass nur 22% der Unternehmen in Österreich die gesetzliche Einstellungspflicht für Menschen mit Behinderung erfüllen. Die Bank Austria erfüllt diese Quote schon länger. Welche Vorteile hat denn ein Unternehmen wie die Bank Austria dadurch, dass sie sich auch für Menschen mit Behinderung einsetzt, gerade im Recruiting? Also es ist sicher auf der einen Seite die soziale Verantwortung. Bereits in den Vorgängerinstitutionen der Bank Austria war soziale Verantwortung das Thema. Soziale Verantwortung ist aber nur dann machbar, wenn man auch soziale Kompetenz erwirbt und pflegt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man seriös damit umgeht, mit den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung. Sie haben es angesprochen im Vorgespräch, es geht auch um den Kampf um die besten Köpfe. Ja. Also ist das auch in der Bankenbranche jetzt derzeit ein wichtiger Faktor? Das ist das zentrale Thema, also der Kampf um die besten Qualifikationen und die besten Köpfe geht über alle Bereiche. Das heißt, wir können und wollen, das haben wir auch frühzeitig erkannt, rund 20% der Menschen in Österreich nicht ausklammern. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Einschränkungen, die lang anhaltend sind, das sind eben genau diese 20%, die man sich als Kundinnen und Kunden, aber auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausklammern würde. Und das ist weder sinnvoll noch wirtschaftlich machbar. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die soziale Verantwortung, auf der anderen Seite natürlich eine starke wirtschaftliche Notwendigkeit. Wir wären unglaubwürdig, wenn wir nur behaupten würden, wir machen das aus reiner sozialer Verantwortung heraus. Nein, es gibt auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Um so ein Bild zu bekommen, wie viele Menschen mit Behinderung arbeiten denn eigentlich in der Bank? Es sind in der Bank Austria rund 300 Menschen mit Behinderung und davon 170 als begünstigt behinderte Menschen angestellt. Das heißt mit einem Behinderungsgrad von mehr als 50%. Und in welchen Bereichen arbeiten diese Menschen? Wir haben Menschen mit Behinderung in unterschiedlichsten
Hierarchiebereichen. Das heißt, vom Portier bis zum Bereichsleiter findet man bei uns die Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung. Wir suchen Fähigkeiten, und wenn es dann ein Mensch eine Behinderung aufweist, tun wir alles, um eben genau diese Behinderung, diesen Nachteil auszugleichen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man bestmöglich seine Leistung erbringen kann. Das ist auch nichts Unterschiedliches zu Menschen ohne Behinderung. Die Leistungsfähigkeit steht im Vordergrund, und dafür schaffen wir die Rahmenbedingungen. Wie wichtig ist es denn eigentlich für einen Disability Manager, dass er selbst eine Behinderung hat? Hat man da einen anderen Blick auf die Dinge? Ich glaube, das zentrale Thema ist Sensibilisierung. Mit einer eigenen Behinderung ist man sehr viel stärker sensibilisiert für das Thema und auch ein Verständnis hat für die täglichen Herausforderungen von Menschen mit Behinderung. Diese Sensibilisierung ist ein zentrales Thema, wenn man mit Menschen mit Behinderung arbeitet oder für Kundinnen und Kunden mit Behinderung Dienste und Produkte entwickeln will. Weil ohne dieses Verständnis, und das war eben das Glück, dass wir das schon seit 10 Jahren aufbauen konnten, dieses tiefe Verständnis für die alltäglichen Hürden oder Barrieren für Menschen mit Behinderung, ohne dieses Verständnis ist es kaum möglich, wirklich nachhaltiges und umfassendes barrierefreies Angebot zu schaffen und sich seriös damit auseinanderzusetzen. Das ist auch ganz wichtig für Inklusion, weil man eben diesen Umgang, diesen selbstverständlichen, der für mich die Inklusion ist, im Alltag nur dann leben kann, wenn man einander versteht. Ja, und das geht nicht nur im Bereich Behinderung so, sondern auch in allen Bereichen der Diversität. Gibt es da eigentlich auch Mitarbeiter ohne Behinderung, die Berührungsängste haben? Und wenn ja, wie wird da damit umgegangen? Die gab es immer. Die gibt es auch immer dort in Organisationen, wo auch eine Fluktuation herrscht, wo man also die nachhaltige Sensibilisierung zwar sehr stark gelebt hat, aber immer auch frische Leute dazukommen. Diese Berührungsängste versuchen wir abzubauen mit sogenannten Sensing Journeys, mit Sensibilisierungsworkshops, die wir vor allem im Vertrieb für Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten, aber auch für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir laden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, sich in einen Rollstuhl zu setzen, damit herumzufahren, sich eine Schwersichtbrille aufzusetzen und damit sich versuchen zu orientieren, einfach sich in die Position von Menschen mit Behinderung hineinzuversetzen. Da kommt es zu sehr vielen Aha-Erlebnissen, die sehr viel häufiger sind und stärker, als man sich vorher erwarten würde, weil man denkt sich, okay, ein Mensch in einem Rollstuhl kommt in diesen Raum hinein, wunderbar, ja, aber ob er sich umdrehen kann mit diesem Gerät und wieder rauskommt, ist eine andere Sache. Das ist ein sehr starkes Thema im Bereich Toiletten zum Beispiel. Also das sind Themen, die eben sehr als neu erkannt werden und zu einer höheren Sensibilität führen. Ganz essentiell im Kundenkontakt, weil Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach genau erstens bei uns Aushängeschild sind. Die sind die Bank Austria, die Unicredit Bank Austria für die Leute. Und da ist es ganz wesentlich, dass sie Behinderungen auch möglichst frühzeitig erkennen und darauf eingehen können, wenn die Kundin oder der Kunde bei der Tür hineinkommt. Welche Rückmeldungen gibt es da von den Mitarbeiterinnen, die diese Sensing Journeys machen? Wir haben vor einem Monat eine gruppenweite Projekt- und Schwerpunktwoche gehabt, die nannte sich Diversity and Inclusion Week. Und im Rahmen dessen haben wir einen Tag so eine Sensing Journey auch durchgeführt. Und die Rückmeldungen waren überwiegend sehr, sehr positiv. Weil diese Fertigkeiten, die man dort erhält oder diese neuen Blickwinkel auch im Alltag, im privaten Alltag anwendbar sind. Wir haben auch dann zum Beispiel Beispiele aus der österreichischen Gebärdensprache gebracht und einen kleinen Mini-Crashkurs angeboten. Das sind Sachen, die kann man im Alltag auch verwenden und man hat dann ein bisschen mehr Verständnis für eine zusätzliche Sprache zum Beispiel in dem Fall. Aber was ganz wesentlich ist, einfach sich in die Position der Menschen mit Behinderung hineinversetzen zu können. Das ist ganz elementar bei der Entwicklung von Produkten und Services, wie schon angesprochen. Nur das bringt uns in die Position, dass wir eben dieses Thema wirklich glaubhaft leben können. Das sind im Prinzip, und ich nenne das immer Hausaufgaben, die man machen muss. Das ist auf der einen Seite jedenfalls auch die Einstellungsquote erfüllen, ja, aktiv auf Menschen zuzugehen, Menschen mit Behinderung, die sich bei uns bewerben wollen, die wirklich nach ihren Fähigkeiten zu bewerten, wie jeden anderen auch. Da geht es um Gleichbehandlung, da geht es um Chancengleichheit. Wir schaffen keine Positionen für Menschen mit Behinderung, sondern wir suchen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung, die wir
in speziellen Positionen brauchen können und wo sie am besten und am engagiertesten und am motiviertesten leisten können. Jetzt gibt es ja Behinderungen, die man sieht, zum Beispiel bei einem Rollstuhlfahrer. Und es gibt Behinderungen, die man nicht sieht, also unsichtbare Behinderungen. Inwiefern werden da auch Mitarbeiter ermutigt, zu ihrer Behinderung, zu ihrer Einschränkung zu stehen? Was macht man da? Also es gibt da zwei Aspekte. Es wird auf der einen Seite innerhalb des Unternehmens ermuntert oder ermutigt, diese Behinderung auch darzustellen und darüber zu informieren. Auf der anderen Seite auch im Recruiting-Bereich, wo wir eben die besten Köpfe vom Markt suchen, dass wir interessiert sind, Menschen mit Behinderung einzustellen. Das passiert über die Ausschreibungen, die wir machen, wo wir notieren, dass die Bewerbung von Menschen mit Behinderung ausdrücklich erwünscht ist. Das schafft auch ein Klima dann beim Bewerbungsgespräch, wo die Behinderung tendenziell eher zugegeben wird, unter Anführungszeichen, oder darüber informiert wird. Der Arbeitgeber darf ja nicht danach fragen, weder nach Krankheit noch nach Behinderung, und das ist auch gut so. Aber man schafft dann ein Klima, wo diese Behinderung auch dargestellt wird. Und erst dann kann man auch die Führungskraft, die zukünftige, davon sensibilisieren, dass sie eine erhöhte Fürsorgepflicht hat, und kann man alles tun, damit eben der oder die Bewerberin optimal leisten kann. Wie können denn Menschen unterstützt werden, die jetzt im Laufe eben ihrer beruflichen Karriere eine Behinderung quasi erwerben? Wir haben da ein Beispiel von einer Kollegin, die Ende 20 eine Gehirnblutung erlitten hat im Arbeitsleben. Sie war im Firmenkundenbereich eine Top-Kundenbetreuerin, von einem Tag auf den anderen ins Koma gefallen, hat dann fast ihre gesamte Sehkraft verloren und ihr Kurzzeitgedächtnis. Und wir haben dann alles versucht, um diese Mitarbeiterin noch im Arbeitsleben behalten zu können. Wir haben dann sowohl von der Infrastruktur alles bereitgestellt, das heißt Lesegeräte, Dokumentenlesegeräte, einen größeren Bildschirm, eine Umgebung, wo sie sich auch wohlfühlt, orientieren kann. Gerade wenn man ein fehlendes Kurzzeit- oder ein sehr beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis hat, ganz wesentlich. Und wir haben versucht, auch eine Tätigkeit zu finden, die im Haus vorhanden ist, also wo es Aufgaben gibt und einen Bedarf gibt, als auch ihr das Gefühl zu geben, dass sie nach wie vor natürlich ein wertvolles Mitglied des Unternehmens ist. Diese Aufgaben sind in einer Tätigkeitenbörse gebündelt, wo andere Abteilungen zeitaufwendige, sehr relativ einfache Tätigkeiten einmelden können, die halt nicht wirklich zeitkritisch sind, die dann von der Kollegin abgearbeitet werden können. Das schafft eine Win-Win-Situation, wo man auf der einen Seite eben die Abteilungen entlastet, auf der anderen Seite auch eine Motivation und Erfolgserlebnisse schafft für die Kollegin im Alltag und ihr eben genau dieses Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Was passiert denn, wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung und ein Mensch ohne Behinderung da einen Konflikt haben, wo die Behinderung vielleicht eine Rolle spielt? Gibt es da ein fixes Prozedere? Es gibt im Prinzip das Prozedere, dass wir versuchen, auf der einen Seite im Vorfeld die Führungskräfte zu sensibilisieren und zu schulen. Gerade auch in der Prävention, also wirklich bei den ersten Anzeichen, wo sowas entstehen könnte. Auf der anderen Seite stehen wir als Coaches zur Verfügung, um die Situationen zu klären. Meistens geht es darum, dass sich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter belastet fühlt durch die Aktivitäten, die zu setzen sind, um einen Menschen mit Behinderung auch im Team zu unterstützen, beziehungsweise es geht um Vorurteile und die versuchen wir möglichst abzubauen. Das heißt, wir sind dann vor Ort, reden mit der Führungskraft, reden mit den Teammitgliedern und versuchen da eben genau diese Konflikte zu bereinigen. Wir haben eingangs schon ein paar Maßnahmen der Bank Austria vorgestellt zum Thema Barrierefreiheit. Bei Recherchen bin ich jetzt darauf gestoßen, dass Sie eben einen Fokus auf den Online-Bereich legen möchten. Was ist denn so geplant? Vorweg, wir haben vor einem Jahr ein Tool entwickelt, um Menschen mit Gehörbeeinträchtigung eine Beratung über Gebärdensprache zu ermöglichen. Nämlich nicht nur auf der einen Seite vor Ort in den Filialen mit extra ausgebildeten Gebärdensprachenkolleginnen und Kollegen, sondern auch direkt im Wohnzimmer. Das kann man sich so vorstellen, dass man sich entweder über Tablet oder PC mit uns in Verbindung setzt, über Videotelefonie, und dann eine Beratung in Gebärdensprache erhält. Das ist eine Produktberatung beispielsweise oder sonstige darüber hinausgehende Informationen. Das heißt, man ist da sehr stark unabhängig davon, wo man gerade ist. Wie lang muss ich denn das voranmelden, wenn ich da ein Gespräch in Gebärdensprache führen möchte? Für einen Termin muss man sich etwa 1 bis 2 Wochen vorher anmelden
dann wird dieser Termin vereinbart und dann kann man über Tablet eben diese Beratung in Anspruch nehmen. Ich hätte noch eine Frage auch. Es kommen ja auch neue Technologien zum Einsatz, habe ich gehört. Also unter anderem den Assistenten, diesen Sprachassistenten Alexa. Wie kann ich Alexa für ein Bankgeschäft einsetzen? Derzeit sind wir daran, das Ganze zu erweitern. Aber die Basisfunktion, die wir bereits implementiert haben, ist allgemeine Finanzinformation über Alexa. Direkte Bankgeschäfte abzuwickeln scheitert derzeit noch an den Datenschutzvereinbarungen. Aber was kann die Alexa momentan? Allgemeine Finanzinformationen, Öffnungszeiten von Filialen beispielsweise. Ich kann mich informieren, welche Bank hat wann wo offen, ja. Wo kann ich nähere Informationen zum Thema Kredite bekommen und so weiter. Ja. Apropos Kredite, also da habe ich gehört, gab es im Herbst auch eine Initiative in Bezug auf blinde und sehschwache Personen. Was ist denn da genau darunter gemeint? Wir haben vor etwa drei Wochen eine neue Initiative in Österreich vorgestellt, nämlich Social Impact Banking, wo wir als UniCreditBank Austria alle Aktivitäten gebündelt haben, die eine fairere und eine integrativere Gesellschaft garantieren sollen. Das soll heißen, auf der einen Seite Kredite und Finanzierungen, gerade im Sozialbereich. Auf der anderen Seite fördern wir Unternehmen und Organisationen, die einen gesellschaftlichen Nutzen auch darstellen können. Wie ist das zu verstehen? Wir haben gerade im Bereich der blinden und sehschwachen Menschen ein Angebot geschnürt über eine Finanzierung, beispielsweise einer Sehhilfe, eines Blindenführhundes oder dem Umbau einer Wohnung, die halt dann adäquat auch barrierefrei ist für diese Menschen. Die Bank Austria wurde kürzlich mit mehreren Preisen in Bezug auf inklusives Personalmanagement ausgezeichnet, also etwa mit dem Austrian Leading Companies Award 2019 und im Vorjahr mit dem Disability Matters Award. Wie wirken sich denn eigentlich solche Auszeichnungen auf das Disability Management aus? Der Austrian Leading Companies Award wurde gerade eben vergeben, ist relativ frisch. Und ich habe auch dort in meiner kurzen Dankesrede versucht, diesen Preis gerade den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung ihnen zu widmen. Aus dem Grund, weil nur diese Beschäftigung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung und deren Input unser tiefes Verständnis für die Hürden von Menschen mit Behinderung im Alltag einfach entwickeln lassen. Also wo wir dann in der Lage sind, einfach diese Bedürfnisse zu erkennen. Das heißt, dieser Preis ist ganz wesentlich nach innen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie auch Menschen mit Nichtbehinderung sehen, dass wir im Fall eines Falles sehr unterstützend da sind, sehr, sehr inklusiv, sehr in Richtung Barrierefreiheit. Aber auf der anderen Seite ist es eine Bestätigung von außen, nämlich eine objektive Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt schon unser Ziel erreicht haben, bereits nach 10 Jahren, obzwar wir sehr, sehr weit sind. Disability Management ist ein Prozess, der niemals endet, der nachhaltig angelegt werden muss, der eine hohe Sensibilisierung erfordert und eine ständige Aktivität auf allen Fronten. Und wenn wir vielleicht noch kurz das Thema Barrierefreiheit ansprechen wollen, wir sind auch sehr, sehr stark in der Barrierefreiheit. Wir erfüllen die Barrierefreiheit in den Filialen zur Gänze. Wir setzen Aktivitäten nicht nur in den Filialen, sondern auch auf unserem neuen Standort, zentralen Standort am Campus. Wir setzen da Standards, wo wir über die Barrierefreiheit, über die gesetzlich geforderte hinausgehen. Barrierefreiheit ist allerdings nicht nur ein Thema der baulichen Barrierefreiheit von Rampen, sondern die Barrierefreiheit muss eben auch im Kopf garantiert werden und erarbeitet werden. Und das ist eben unser Ziel. Und mit solchen Preisen bekommen wir eben Rückenwind, Bestärkung und eben auch Bestätigung, die über eine PR-Maßnahme hinausgeht. Wir können tagtäglich durch die Lande ziehen und sagen, wie gut wir sind. Oder wie weit wir schon sind. Wenn jemand einen Preis sieht, den wir bekommen haben, schafft das eine Glaubwürdigkeit, die über das Eigenlob hinausgeht. Wir haben ein Riesenthema, dass die Zielgruppe immer größer wird auf der einen Seite, dass immer mehr Menschen älter werden. Das heißt, die älteren Menschen auch als Zielgruppe mit dem Erwerb einer Altersbehinderung. Auf der anderen Seite sehen wir die Barrierefreiheit sehr, sehr generell, nämlich für alle. In dem Zusammenhang möchte ich nur ein Zitat anbringen, dass die Barrierefreiheit für 10% wirklich essentiell wichtig ist der Menschen. Für 40% ist sie notwendig, das sind Menschen mit irgendeiner Einschränkung.
Und für den Rest ist sie komfortabel. Das heißt, wir haben hier ein ganz, ganz breites Spektrum. Wir haben hier ein ganz starkes Zukunftsthema, die Barrierefreiheit. Damit werden wir nie fertig werden, unter Anführungszeichen, mit diesem Thema, sondern wir haben die Chance, einfach auch andere Kundengruppen mit einzubeziehen. Ich war in meinem Werdegang zweimal in Karenz über die volle Distanz und das war auch mein erster Kontakt mit Barrieren. Man stelle sich vor, mit einem Kinderwagen über eine Stufe, dort wo es keine Rampe gibt, oder irgendwie in einem Geschäft zu navigieren. Das sind echte Barrieren für eine völlig andere Zielgruppe, als man es erwartet. Deswegen Barrierefreiheit für alle, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in Richtung komfortables Leben und nicht nur dort, wo ich es mit einer dauerhaften Einschränkung wirklich benötige. Welche Tipps geben Sie denn eigentlich anderen Unternehmen, die sich überlegen, sich auf diese Zielgruppe zu stürzen, also die sich überlegen, auch ein Disability Management zu installieren, sich auch um die Bedürfnisse von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Kunden und Kundinnen zu kümmern? Ich höre immer wieder, dass Barrierefreiheit ja gar nicht so schwer sein kann. Ja, da frage ich mich dann immer, wieso wir uns dann wirklich 10 Jahre intensiv damit beschäftigen mussten, weil eben genau gesehen wird, dass Barrierefreiheit eine Sache ist, eventuell, wo man einige 100.000 Euro in die Hand nimmt und dann Barrierefreiheit herstellt, indem man Rampen baut und bauliche Maßnahmen durchführt. Das ist es nicht, das ist zu kurz gegriffen, Barrierefreiheit. Und das ist eben meine Botschaft oder mein Feedback an die Unternehmen. Barrierefreiheit ist eine Sache, die im Kopf stattfinden muss, die sehr, sehr nachhaltige Sensibilisierung erfordert und wo man eben nicht das Ganze mit einem Geldbetrag oder mit einem Quick Win erreichen kann. Diese Barrierefreiheit lohnt sich aber auch, denn je mehr man für das Thema Inklusion und Barrierefreiheit sensibilisiert, desto stärker dringt sie in die Unternehmenskultur ein. Und damit hat man ein Unternehmen, das generell langfristig divers ist, innovativ ist aufgrund dieser Diversität und eben auch ein hohes Verständnis hat für Menschen, die Einschränkungen haben, unterschiedlichster Art. Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass das Disability Management im ganzen Unternehmen verankert ist und nicht nur in einer einzelnen Abteilung ist? Ich möchte vielleicht damit beginnen, dass Disability Management ein hohes Commitment des Top-Managements erfordert. Unser Disability Management ist als Stabsstelle direkt beim CEO angesiedelt, was auch die Bedeutung im Unternehmen signalisieren soll. Wenn man versucht, das Ganze punktuell zu etablieren, das Thema Disability Management, besteht die hohe Gefahr, dass man auf der einen Seite sehr stark sehr Engagement zeigt auf dem Gebiet, aber dass eine andere Abteilung keine Kenntnis davon hat. Also wenn wir Barrierefreiheit auch kommunizieren, dann wollen wir nicht Gefahr laufen, dass in einer anderen Abteilung etwas extern passiert, das dem Thema extrem zuwiderläuft und entgegensteht. Diese Gefahr besteht und gerade in Richtung Reputation ist dieses ganzheitliche Verfahren ganz, ganz wesentlich, dass nämlich wirklich alle Unternehmensbereiche damit eingebunden werden. Das ist auch eine zentrale Aufgabe von Disability Management, einfach auch eine Risikoanalyse durchzuführen, wo besteht eine Diskriminierungsgefahr, welche gesetzlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt, jetzt in den diversesten Abteilungen, sei es jetzt baulich, sei es jetzt in der Produktentwicklung eines neuen Produktes, auch da muss die Barrierefreiheit sichergestellt werden. Und die Gefahr besteht darin, dass man, wenn man für Barrierefreiheit bekannt ist und das Ganze sehr stark auch kommuniziert, wie wir, und sehr stolz, dass man da natürlich auch einem Reputationsrisiko ausgesetzt ist, wenn irgendwas zuwiderläuft. Wenn man mit etwas auf den Markt kommt, das eben nicht barrierefrei ist oder irgendwie mit dem Thema nicht konform läuft. Und da sind wir heutzutage in der Position, dass wir über Social Media relativ schnell einen Shitstorm haben. Ja, also das geht heute sehr, sehr schnell. Man erkennt irgendwo eine Barriere, fotografiert das und stellt es auf Social Media. Innerhalb von 5 Minuten kann man sich ein paar Monate oder ein paar Jahre wirklich bemühen, um die Kommunikation dieser Barrierefreiheit sparen. Und das ist sehr schade. Und da versuche ich wirklich zu sensibilisieren, auch den anderen Unternehmen, mit denen wir auch im regen Austausch stehen. Ja, also auf der einen Seite stehen wir im Austausch mit den Interessensvertretungen, weil ich kann Produkte für behinderte Menschen nur dann entwickeln, wenn ich die Bedürfnisse kenne. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite möchte ich auch wissen, was sich am Markt tut, wie die Mitbewerber, wie andere Unternehmen mit dem Thema umgehen. Also wir sind da sehr stark im Austausch. Und
da diskutieren wir eben regelmäßig dieses Reputationsrisiko, dieses Risiko-Assessment, diese vielleicht neue Rolle des Disability Managers. Diese Rolle wurde ja seinerzeit von Erwin Schauer und Norbert Knopp entwickelt. Ja, die gab es vorher nicht. Und eben die Zukunftschancen für das Thema, aber auch die Risiken. Ja, dass man sagt, Diskriminierung ist ein Thema, das immer wichtiger wird, dass es nicht passiert. Und das kann sich kein Unternehmen leisten, dass es da wirklich massiv diskriminiert. Vielleicht noch eine Zahl dazu. 80% der Diskriminierungen finden im Unternehmen unbewusst statt. Das heißt, das Unternehmen hat keine Kenntnis, dass es da eine Hürde gibt oder eine Barriere. Nur 20% sind sich dessen bewusst. Und das ist auch ein Signal, dass man sagt, Disability Management heißt auch Risk Assessment. Einfach auch die Risiken einmal zu analysieren, die in einem Unternehmen bestehen. Und da sind wir noch gar nicht dabei, dass wir jetzt irgendwelche Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung schnüren. Das machen wir auch. Aber wirklich in einem Unternehmen anfangen damit, Risiko zu analysieren, wo bin ich nicht barrierefrei, wo bin ich nicht inklusiv, und dort geht es in diese Richtung. Jetzt habe ich Sie am Anfang ein bisschen vorgestellt. Jetzt hätte ich gerne gegen Ende unseres Gesprächs nochmal gefragt, was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Job? Es ist ein Thema, das Menschen hilft, und zwar allen. Dieser inklusive Gedanke daran, dass man eben nicht nur einen Schrebergarten bedient oder eine kleine Zielgruppe, sondern für alle Menschen Hürden beseitigt. Und wir haben zum Beispiel eine interessante Dienstleistung, kostenlos, nämlich einen Shuttle-Service für Menschen mit Behinderung. Kurz vorgestellt, wir führen Menschen mit Behinderung zu Kundenterminen, wenn es Bedarf besteht, im Bereich der Gehbehinderung. Und da habe ich dann den Kommentar gehört, ja, für die tut es was und für die anderen nicht. Falsch, ja. Wenn man eine Behinderung erwirbt und sei sie nur kurzfristig, in Form beispielsweise eines gebrochenen Beins, ist dieser Shuttle-Service auch zur Stelle. Das heißt, wir schaffen wirklich eine Voraussetzung und ein Angebot für alle Leute, die es brauchen können. Und das ist für mich faszinierend, das ist eine Sache der Kundenorientierung, ein Zukunftsthema, deswegen auch dieses hohe Interesse daran, gewisse Leidenschaft, die das Thema auch braucht, um es eben auch am Markt zu verankern. Für mich ist Barrierefreiheit dann erreicht, wenn man die Barrieren nicht sieht oder wenn man es nicht merkt. Ja, das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite gibt es so viele Features zum Beispiel oder Angebote in Richtung Barrierefreiheit in unseren Filialen, dass es sehr viele Leute nicht sehen und nicht kennen. Ja, und da müssen wir noch sehr stark arbeiten. Aber dieses Faszinierende, auf der einen Seite Hürden zu beseitigen und eben unsichtbar zu machen, und auf der anderen Seite für eine Inklusion, für eine Selbstverständlichkeit aller unterschiedlichster Gruppen, sei mit Behinderung oder ohne Behinderung, zu schaffen. Dieses wirkliche Ziel der Inklusion, das ist das, was mich antreibt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich nochmal herzlich bei Ihnen fürs Kommen bedanken. Das war Freak Radio für heute. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie unter www.freak-radio.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp und Udo Silhofer.